Und willkommen zu einer neuen Folge von Castaway Challenge. Ja, und zwar, es gibt neue Regeln. Ich war ja jetzt eine Zeit lang im Urlaub und konnte deswegen nicht aufnehmen. Und ja, deswegen starten wir jetzt. Und zwar, die liebe Elfe vom Meer von Kanal, die Sims sucht dies. Hat eine Bibliothek gebaut. Wo ist sie denn jetzt? Die habe ich doch schon platziert. Auf jeden Fall können wir da jetzt hinschippern, denn wir haben ja unser tolles Boot. Und wir müssen, ich glaube, ein Buch schreiben. Ein Sachbuch oder so. Ja, und das werden wir natürlich tun. Jetzt schaue ich aber erstmal, wir löschen erstmal das Feuer. Dann haben wir, oh ja, hier. Sehr unwohl. Okay. Okay, Milbenmittel anwenden, Honig verkaufen. Und dann werden wir doch tatsächlich mal unser Boot hier schnappen. Und dann werden wir mal. Das sieht aber nicht schön aus. Echt jetzt, wo steht denn die andere Insel, wo ich das hingesetzt habe? Wir müssten doch da hinschippern können. Geht's noch? Also ich habe echt gedacht, wenn wir mit dem Boot hier fahren, geht das. Aber anscheinend geht es nicht. Okay, meine Liebe, dann werden wir jetzt halt. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen dann halt zur Bibliothek so hinreißen. Das machen wir. Okay, ich würde sagen, sie zieht sich jetzt erstmal was anderes an. Wie ist dein Kühl? Dann zieht ihr das mal an. Also das hier ist die Bibliothek. Ihr seht, es hat auch eine Toilette hier und dann werden wir jetzt erstmal hier schreiben. Ein Kinderbuch. Wir werden jetzt erstmal ein Kinderbuch schreiben. Ja. Ja, das lassen wir so. Ihr würdet lieber alles andere machen. Soll sie zugeben, dass sie schreiben nicht mag? Nein. Okay, ich glaube, sie muss mal auf Toilette. Das war wieder so typisch. Echt jetzt? Toilette benutzen. Oh, Süße, du machst aber auch nur Mist. Oder Wasser sammeln. Und ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es manchmal nicht verstehen, was in denen los ist. Ja, jetzt das ist so, wie es ist. Aufi, wir machen mal schneller hier. Soll dieses Buch schreiben. Muss dann auch noch mal nachgucken, was sie vom Buch schreiben sollen. Das müssen wir dann auch abschicken. Nee, du sollst nicht quatschen, du sollst das Buch schreiben. Ich weiß, du bist beschämt. Da kann kein Mensch was dafür. Das ist jetzt so. Du stinkst jetzt einfach vor dich hin. Die anderen beschweren sich dann halt. Aber sei drum. Oh, halt, stopp. Schreiben. Ja, hallo, du sollst doch schreiben. Ja, so ein Buch schreiben geht halt auch nicht von jetzt auf nachher, ne? Das dauert. Jetzt quatsch, hör auf zu quatschen. Na, also, geht doch. Halt, nimm uns mit. Na, siehst du. Ah ja, also, sieht doch schon gut aus. Könnten wir hier mal irgendwo vielleicht was zum Essen haben? Essen bestellen. Gegrillter Fisch. Gegrillter Lachs schon wieder. Drogengemüseplatte. Das ist doch mal was. Genau. Hol mal du eine Drogengemüseplatte. Wer bist du denn?
Josephina Pollard. Okay, alles klar. Hey, das hat sie auch PCs. Wieso stehen hier auch welche drum? Schreiben? Wadida Afidola. Hm. Wadida Afrosh. Yebosa Wadida. Vielleicht willst du dann auch mal schreiben üben. Was ist das für ein PC? Das sieht ja cool aus. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein neuer? Kein Plan. Jetzt mag sie nicht mehr. Dann geh nochmal Zähne putzen, Hände waschen, Zähne putzen, Hände waschen, Zähne putzen, Hände waschen. Ja, wir machen das jetzt noch eine Weile. Wir müssen das noch schreiben. Ja, die Geldheirat, die Mama nicht Schreibblockade. Oh nein! Hör doch auf, mit dem zu quatschen zu wollen. Echt jetzt? Die hat eine Schreibblockade. Toilette benutzen. Ich will nicht, dass du eine Schreibblockade hast. Ich will, dass du wieder schreiben kannst. Ist doch doof. Oh Mann. Naja. Ich lasse jetzt dann einfach mal ein bisschen laufen und dann sieht man sich dann am nächsten Tag wieder. Bis gleich. Sie muss einfach noch weiter schreiben und ja, schreib mal. Oh, sie quatscht immer nur. Also ich beeile mich schon, dass ich das schaffe, aber irgendwie geht sie mir auf den Keks. Schreiben üben. Oh, warum redet denn der immer? Und sie ist eigentlich auch hundemüde. Oh, geh doch einfach mal weg. Lass doch mal das Mädchen in Ruhe. Ja, sie muss halt einfach hier schreiben üben. Oh Mann, ey. Ich will aber. Und sie muss ein Sachbuch schreiben. Mensch, Mensch, Mensch. Schreiben, Genrebuch. So hat die jetzt die Singfähigkeit erworben. Schreiben. Schreiben ihm. Pinwandvoll, klar. Ja. Oh Mann, Level 4. Hör auf zu quatschen. Dann schreibt eine Kurzgeschichte. Okay, wir schreiben keine Kurzgeschichte. Okay, ich würde sagen, wir reisen jetzt mal nach Hause und ja, ich wollte ja eigentlich das jetzt in einer Folge fertig machen, dass ich mich der nächsten Aufgabe widmen kann. Ja, das heißt, du musst jetzt pieseln. Dann verwenden. Aufheben. Dann schauen wir mal in den Kühlschrank, was es da drin hat. Oh, da hat es ja auch nicht viel drin. Okay. Kochen. Einen Gartensalat, einen Obstsalat könnten wir machen. Wassermelonensalat. Echt jetzt? Wie so ein Wassermelonensalat? Was Blödes. Obstsalat. Wir machen einen Gartensalat und machen kleine Viererportionen. Ja, auf. Ich weiß, du hast keinen Spaß. Es tut mir auch leid. Aber was soll ich denn machen? Wir haben hier ein Doppelbett. Ja. Sehr schön. Und dann schlafen. Und dann brauchst du noch Spaß. Jetten. Oh mein Gott.
Und wir haben 24 Stunden Zeit, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Mit 380 Simoleons. Na, ganz großartig. Alles verkaufen. Honig verkaufen, Bienenwachs sammeln. Wir müssen echt was verkaufen. Was haben wir hier? Falle präparieren, Falle präparieren. Ja, da kommt halt echt auch nichts rum, ne? Wir müssen unbedingt Geld verdienen, echt. Wir müssen unbedingt auch die Rechnung zahlen. Und duschen müssen wir auch noch. Oh Mann, wir stinken hier. Duschen. Okay. Wenn wir das alles haben, dann gehen wir wieder zur Bibliothek. Mein Gott, wir haben schon Dienstag. Ob ich das schaffe, weiß ich auch nicht. So, auf in der Bibliothek und schreiben. Reimen üben. Aubi! Los mit Gebrüll! Oh nein! Nimm den. Hoch, hör doch auf, immer mit ihm zu quatschen. Ja, magst du das vielleicht mal reparieren? Das wäre ganz nett. Wir müssen hier schreiben. Und den können wir auch noch verwenden, dann das ist auch cool. Und hat das Kind das eingesteckt. Warum reden die denn eigentlich immer mit uns? Komm, Level 5, auf, Machine, Mädchen. Hoffentlich geht er nicht kaputt. Hoffentlich geht er nicht kaputt. Wieso kann ich ihn denn eigentlich nicht? Das ist echt nervig. War da nicht noch ein Tisch? Oh, da stehen auch noch welche. Da stehen auch noch welche. Oh, und schon ist er wieder weg. Oh nein. Oh nein, schreiben. Oh. Ernsthaft? Manchmal, nur manchmal, hier. Ich weiß, du brauchst Spaß. Ich kann nichts ändern. Magst du hier spielen? Vielleicht gibt es Spaß. So. Okay. Ein wenig Spaß. Dann hier Essen bestellen. Schon wieder gegrillte Früchte. Und dann hätte ich gerne, dass du hier an diesem schreibst. Bitte schreiben. Schreiben üben. Bis du Level 4 hast. Ja. 5 hast. Ja, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Auf, komm, 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 das schaffen wir. Level 5, bis der Dienstag vorbei ist. Ich weiß gar nicht, ab wann man Sachbuch schreiben kann. Ab 5, ab 6, ab 7. Oh, bitte, 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 bitte. Jawohl. Jetzt hat sie aber gerade noch ihr Essen gekriegt, ne? Wow, schreiben. Wo ist denn jetzt hier Level 5? Okay. Ernsthaft? Kannst du dann vielleicht hier ein Spiel spielen? Ja, dann geht wenigstens das hoch. Okay, und jetzt dürften wir doch eigentlich wieder schreiben können. Okay, nein. Nein, zucken ist nicht magisch. Könnten wir mal mit jemandem reden? Helfen, schlechte Beziehungen zu kitten.
jemanden parodieren. Dann kriegt sie wenigstens mal hier ein bisschen sozial und dann über Kochen reden und Tag verschönern und okay. Wir können nicht mal den Dinger reparieren. Was ist denn das jetzt bitte? Schreiben. Schreiben ihm. Oh mein Gott. Es wäre so schön, wenn sie auch noch Level sägen. Dann ist sie ja schon wieder müde. Na toll. Na toll. Ja, das piepst halt. Reparier's doch einfach. Okay, schnapp dir mal die Muschel. Wenn da schon eine ist, dann nehmen wir die mit. So. Was ist das? Eine Kawafrucht? Taros ernten. Ja, das machen wir auch noch. Sind wir ja endlich hier hingekommen. Und dann gehen wir wieder zurück und schlafen noch eine Runde, ne? So, jetzt habe ich mal die Muschel noch verkauft. Aber irgendwie bringt es gar nichts. Wir müssten nämlich eigentlich. Echt jetzt? Dann werden wir das selbst veröffentlichen. So, und wir brauchen Geld. Wir brauchen dringend Geld. Kann man die verkaufen? Es gibt nur zwei. Na toll. Na toll. Und Hundi müde ist sie auch. Ich hoffe, sie geht mir echt nicht drauf. Was geht denn da? Okay, wir lassen sie jetzt schlafen. Und wir haben was verkauft. Juhu. Ja, wir brauchen wie viel? 308. Oh Gott. Oh Gott. Und selbst veröffentlichen hier. Okay, das machen wir. Ja, ich glaube, das schaffe ich heute nicht alles. Ja. Dann halt, dann gibt es halt noch eine Folge. So, komm, schlaf mal, Mädchen. So. Genau, verkauft das über Plopsi, dann gucken wir mal, wie viel Kohle wir kriegen. Und auf Toilette auch schon wieder. Oh mein Gott. Echt jetzt? Jetzt haben wir auch nichts mehr zum Essen. Dann Paprika essen, Banane essen. Das Essen. Dann müssen wir so satt werden. Wie viel Geld haben wir? Oh mein Gott, wir können unsere Rechnung bezahlen. Wie herrlich. So. Den Honig verkaufen. Ja. Und auf Plopsi anbieten, auf Plopsi anbieten. Sehr schön. Jetzt haben wir schon wieder mittags. Echt jetzt? Oh, ich hasse es, diese Scheißbienen. So, und jetzt reisen wir noch einmal zur Bibliothek und gucken, dass wir da noch ein bisschen schreiben. Nein, wir reisen alleine. So, wir schauen jetzt, dass wir hier noch ein bisschen schreiben üben. Damit wir unser Level noch hochkriegen. Auf alle Fälle. Wo ist es denn? Hier. Hallo?
Bitte. Glücklicher Single, okay. Ernsthaft? Jetzt geht's ja schon wieder pieseln, okay. Ich will, dass du schreiben übst. Nix da. Nix da, schreibe. Ja, ich kann es nicht ändern, du musst schreiben. Ja, ich weiß, dich kotzt das an. Mich kotzt es an, dass du ständig alles abbrichst. Nein, lass das. Schreiben, üben. Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Jo, jo, jo. So ein bisschen. Oh, echt jetzt? Die macht mich fertig. Okay. Okay, wir gehen nach Hause, wir gehen nach Hause. Na dann, dann essen wir jetzt noch mal was aus unserem Inventar. Damit unser Hunger weggeht, ja, würde ich sagen, dann müssen wir noch mal duschen. Jäten. Und ja, auf alle Fälle und dann vielleicht noch ein bisschen hier angeln. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Und irgendwie will meine Fischfalle so mal rein gar nichts abwerfen. Das ist echt ätzend. Jetzt muss ich schon wieder pieseln. Ernsthaft? Ja, und stinken tue ich auch. Habe ich dir vorhin ja gesagt, sollst duschen. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch. Okay, 32. Müssen ja schließlich auch ein bisschen Geld verdienen hier noch. Leider, leider. Super. Und dann können wir hier auch nicht ernten, sondern alles verkaufen. Ja, alles verkaufen. So. Mach das mal 7 Uhr, das finde ich gut. Also irgendwas stimmt mit unserer Falle nicht. Seitdem wir gebaut haben, gibt es immer mehr Sachen, die hier nicht funktionieren. Kein Plan. Mittel anwenden, Honig verkaufen. So, du hast schon wieder Hunger. Oh nein, wir haben Erntefest. Also, Zwerg beschwichtigen, der braucht Kaffee, weil der muss immer so viel arbeiten. So viel ich weiß. Oh. Das war falsch. Ich kann es mir also auch nie merken. Ich weiß nicht mehr, was der wollte. Obstkuchen. Ich hab's auch vergessen. Okay. Dann kriegt der auch Obstkuchen und der hier. Einmal bitten wir noch um Verzeihung.
So, können wir dich hier nochmal um Verzeihung dann flehen? Na also, geht doch. Okay, meine Lieben. Es ist schön, wie sie so auf den Boden guckt. Zu dem Zwergi. Ich hätte gerne andere Einstellungen. So vielleicht. Nee, sieht man nicht. Okay, dann so. Ja, guck nur zu dem Zwergi und ja. So, ich beende den Part. Nächstes Mal geht's weiter und ich hoffe, das wird dann besser. Wir schaffen dieses Buch zu schreiben, denn die Woche ist echt fast rum. Ja, wir müssen gucken, dass wir das schaffen, sonst gilt die Challenge als nicht geschafft. Ja, aber wir geben unser Bestes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen nach oben. Das wäre ganz nett. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und ihr dürft auch gern in die Kommentare was schreiben. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, wie ich ihre Schreibfähigkeit schneller vorankriege. Keine Ahnung. Ja, unten in der Videobeschreibung werde ich die Regeln zu Castaway verlinken von Abby von mir, also von die Sims Suchtis. Dann könnt ihr es aufspielen, wenn ihr das wollt. Und dann, wie immer, sind wieder ein paar nette YouTuber verlinkt und natürlich auch Discord-Server. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.